Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es ist kurz vor Weihnachten. Richtig, ich habe jetzt seit ungefähr, glaube ich, 2 Wochen kein Video mehr angestellt. Und davor kam irgendwie jeden Tag gefühlt ein Video. Ja, ich habe mir irgendwie für dieses Video gar nichts überlegt. Ich dachte mir, ich möchte jetzt gerne noch ein Video machen. Und wir starten hier einfach. Ich nehme euch mal in die Hand, ne? So nebenbei, ich hoffe, man hört es nicht. Läuft ein bisschen so, der TV ist an. Die Kleine ist ein bisschen beschäftigt, weil es ist Sonntag. Ja, natürlich, mein Schatz. Aber das letzte Mal jetzt Tic-Tac, okay? So, dann gehen wir mal zum Kühlschrank. Nee, nicht zum Kühlschrank, sondern wir werden hier gerade geschoben. Sie weiß ganz genau, wo die Tic-Tacs sind. Nämlich so weit oben, dass sie da nicht von allein rankommt. Deswegen muss ich natürlich jetzt mit. So, Moment mal bitte. Ich stelle euch hier kurz ab. La 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 la. So. Moment. So, die Kleine will also Tic-Tac. Ich. So, hier. Ich mache sonst gar nichts. Das weißt du. Weil sonst nimmt sie nämlich. Wenn ich ihr die nämlich nicht rausgebe, dann nimmt sie die ganze Packung. Nimm das oder gar nicht. Und das ist jetzt auch das letzte Mal, mein Schatzi. Mehr Tic-Tac gibt es nicht. Ja? Nicht mehr. Nicht mehr Tic-Tac, okay? Jetzt hattest du genug Tic-Tac. Ja. Hallo. Genau. Wo waren wir stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung, wie dieses Video hier überhaupt vonstatten gehen wird. Chaos pur. Es ist wie gesagt Sonntag. Nur noch knapp eine Woche, ein bisschen über eine Woche. 9 Tage, ja. Bis Weihnachten. Und ja, was kann ich da euch noch so zeigen? Wir haben heute ein Bäumchen gekauft. Naja, wir nicht. Also der Papa hat Bäumchen gekauft, ich und die Kleine waren zu Hause. Ich hatte keine Lust, es hat schon wieder geregnet. Irgendwie gestern den ganzen Tag geregnet. Ich hatte gestern so schlechte Laune, den ganzen Tag mega schlechte Laune. Ich wollte so gern rausgehen mit der Kleinen, aber es hatte so geregnet, dass ich dachte, das macht keinen Sinn. Jetzt es kommt so ein bisschen die Sonne raus, das ist ganz gut. Vielleicht klappt es ja heute mal ein bisschen mit rausgehen. Auf jeden Fall waren wir drin, während der Papa im Regen ein kleines Bäumchen gekauft hat. Und dieses Jahr wirklich ein kleines Bäumchen. Letztes Jahr hatten wir auf jeden Fall ein größeres Bäumchen. Der Papa war der Meinung, nee, viel größer war es nicht. Ich bin der Meinung, es war auf jeden Fall viel größer, das Bäumchen. Ich stelle mich mal daneben, da seht ihr, was ich meine. Es ist wirklich klein. Guckt euch das mal an. Ich bin klein. Ich bin 1,58 Meter. Und das Bäumchen ist vielleicht, ja, vielleicht so 5 Zentimeter kleiner als ich. Ich werde es sehen. Aber es ist ein kleines Bäumchen. Ich werde euch jetzt mal kurz umdrehen. Momentchen. So, es steht jetzt hier in der Ecke. Letztes Jahr war es auf jeden Fall das Bäumchen. Auf jeden Fall bis hier. Es war auf jeden Fall letztes Jahr größer als ich, bin ich der Meinung. Da kam ich nämlich nicht gut ran beim Schmücken. Es ist jetzt noch komplett ungeschmückt. Das werden wir gleich machen. Oh Gott, die Kamera hat gerade wieder voll die Probleme mit dem. Alles klar, mein Schatz? Okay, gerade umgefallen. Genau, hat ein bisschen Probleme mit dem Scharfstellen immer. Aber ich glaube, ihr habt es gesehen. Hier habe ich auch noch ein bisschen geschmückt da so. Kann man jetzt auch gerade nicht sehen, weil. Ah, jetzt wird es scharf. Aber man kann nicht so gut sehen, weil die Fenster jetzt so nass noch sind. Ne? Kann da ein bisschen rein. Aber ich hatte euch ja die Sachen gezeigt, die ich gekauft habe. Deswegen brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht weiter darauf eingehen. Aber da ist ein bisschen geschmückt. Da oben ist auch geschmückt. Und da ist jetzt ja, ihre Säckchen sind schon fast alle ab, logischerweise. 9 hängen eben noch. Da ist ein bisschen geschmückt. Oh, da läuft die Glotze. Ja, hier haben wir noch ein bisschen geschmückt. Die Sachen habe ich übrigens auch teilweise selber gemacht. Also das mit der Glocke hier ist natürlich gekauft. Da habe ich halt so Zweige, die übrig geblieben sind vom Adventskranz, die ich gebastelt habe, so zusammengebunden, die Kügelchen daran gemacht und auch eben dieses Gebamsel da mit dran. Da oben steht noch ein kleiner Nikolaus-Stiefel. Von der anderen Seite das Ganze übrigens so. Und dann ist da ein Stern anstatt ein Bäumchen dran. Aber quasi das Gleiche. Sonst, was haben wir noch? Da hängt noch so ein kleiner Weihnachtsmann. Hier ist so ein Wichtel. Da unten steht jetzt der große Wichtel zwischen dem ganzen Spielzeug. Gedöns. Und ja, genau, da haben wir noch die Engelein. Die hatte ich mal die hatte ich mal von Robins Oma bekommen zu einem Weihnachten. War auch selbst gebastelt da. Jetzt können wir sie sehen.
Und da habe ich noch eine zweite Girlande gekauft und ein bisschen geschmückt. Das haben wir auch jetzt gerade neu von Robins Oma geschenkt bekommen. Wir haben da so ein Treffen gemacht mit ihrer Oma, mit ihrem Opa und mit ihrer Uroma, mit ihrem Uropa und ihrem Onkel und ihrer Tante. Und quasi so ein vorweihnachtliches Treffen. Da hängt auch noch ein bisschen Zeugs dran. Und jetzt drehe ich euch immer einfach mal wieder um, ne? Und ich werde mich mal irgendwo hin platzieren, glaube ich. Ich weiß auch noch nicht wo. Ja, jedenfalls hatten wir so ein kleines Treffen halt gemacht zusammen. Machen wir. Also letztes Jahr hatten wir uns direkt Weihnachten getroffen gehabt. Nein, Schatzi, kein Bonbon jetzt mehr. Ja? Du kannst mal jetzt Wasser trinken noch. Ich stelle euch jetzt mal hier hin. Kleine rastet gleich aus, weil sie keinen Bonbon kriegt. Jetzt will sie wieder ein Säckchen. So, jetzt habe ich der Kleinen erstmal einen Apfel aufgeschnitten, damit sie mal ein bisschen Apfel isst und nicht immer so viel Süßes. Ne? In der Adventszeit jetzt hier mit den ganzen Kalendern und so, jeden Tag Schokolade fast. Ne? Ist natürlich auch nicht so schön, aber dafür hat sie vorhin, das war ganz süß. Sie hat ein ganzes Brötchen gerade verdrückt, so innerhalb der letzten paar Stunden jetzt hier so. Und jetzt kam sie gerade zu mir an, Mama, Tic-Tac haben? Brötchen gegessen. Also, sie hat ihr Brötchen gegessen, das jetzt TikTok haben. Naja, jedenfalls zurück zum Text. Wir hatten ja quasi jetzt schon das Weihnachtstreffen mit der, was ich gerade schon erzählt habe, mit der Familie von Robins Papa. Okay, sie schaukelt da gerade und das ist immer so übelst wüst. Muss mal ein bisschen gucken, dass sie sich da nicht verletzt. Ja, und da gab es natürlich auch schon ein paar Geschenke und alles. Und wie gesagt, da hatten wir eben dieses Bäumchen, diesen Tannenzapfen bekommen. Ganz schön. Ich stehe ja so auf so Deko-Zeugs, ne? Dann war das gleich da aufgehangen. Und noch ein paar andere Sachen. Naja, und jedenfalls haben wir dann heute das Bäumchen gekauft. Ein kleines Bäumchen. Wie gesagt, letztes Jahr war es viel größer. Aber dieses Jahr haben wir gesagt, lass uns ein kleines Bäumchen kaufen. Weil, ganz ehrlich, wir selber verbringen ja direkt Weihnachten gar nicht bei uns hier oben in der Wohnung, sondern unten bei meiner Schwester in der Wohnung. Und ja, da kommt der Baum sowieso nicht so richtig zum Einsatz, sondern ist hier nur für uns, für die Kleine. Und Papa hat den Baum gekauft. Genau, und den wollen wir gleich zusammen schmücken ein bisschen, ja? Ja, sie ist gerade in der Phase, alles ist meins. Also mein Ja, nee, das ist unser Tannenbaum. Naja, jedenfalls werden wir den gleich schmücken zusammen, ne? Mal gucken, wie viele Kugeln zum Bruch gehen. Letztes Jahr hat sie es auch geschafft, eine von den schönen kaputt zu machen. Und naja, starten wir nochmal ein bisschen Schwund, wa? So, das ist der Plan. Und oh, da fällt mir ein, oh je, wir hatten am Freitag, also vor 2 Tagen, richtig Drama. Ey, ich sag's euch. Wir haben hier zusammen Bahn gebaut. Ne? Sie hat jetzt so neue Schienen bekommen und neue Züge, so, die ja so auch alleine fahren, so elektrische. Und da lag der Papa so auf dem Boden, neben sich lag sein Smartphone. Die Kleine hatte gerade was zu trinken von mir bekommen in einem Glas. Und da habe ich auch nicht weiter drauf geguckt. Jedenfalls saß ich dann so auf der Couch und sie wollte dann über den Papa rübersteigen, stolperte viel mit Glas zu Boden. Ich dann erstmal nur hochgeschreckt und meinte, oh Gott, alles okay, alles okay. Sie so, ja, auch alles gut. Glas war auch alles ganz geblieben. Ja, was ist kaputt gegangen? Das Smartphone, ne? Von ihrem Papa. Komplettes Display im Arsch, es ging gar nichts mehr und der braucht ja das Telefon auch zum Arbeiten und so. Und wir dann gleich, ey Scheiße, was machst du jetzt? Sind wir losgefahren, erstmal hier bei uns in der Nähe in so ein Kaufhaus gefahren, in einem Mediamarkt, glaube ich, war das. Die haben gesagt, nee, also wir haben gehofft, dass es nur das Display kaputt ist. Und die haben gesagt, nee, Display haben sie nicht vorrätig von seinem Modell. Und hat uns aber den Tipp gegeben, dass in der richtigen Innenstadt, ne? Am Alexa ist so ein großes Einkaufszentrum in Berlin. Das ist auch ein größerer Mediamarkt, dass sie das da vielleicht haben. Und wir es doch da mal probieren sollen. Naja, jedenfalls sind wir dann dahin und die haben uns gesagt, nee, haben sie auch nicht. Und wir sind dann erstmal eine halbe Stunde mit Auto dahin gefahren, über eine halbe Stunde. Auf einem Freitagabend, ganz toll, in einem Kaufhaus, was natürlich klüppdicke voll war. Ey, wieso, boah, gar keinen Bock gehabt. Die jedenfalls auch nicht gehabt, da haben gedacht, ey Scheiße, was machen wir jetzt? Und die haben uns gesagt, naja, das müssten sie halt bestellen, das haben sie halt nicht vorrätig, auch in kein Mediamarkt hätten sie es vorrätig, weil die haben da mit Samsung irgendwie Lieferengpässe oder was weiß ich, irgendwie so erklärt, mir so Scheiße. Und dann sind wir noch irgendwie ein Stück weiter, da war noch ein Saturn, mussten wir raus aus dem Kaufcenter.
Und da, wir haben schon keine Hoffnung gehabt und gedacht, ey, Kacke, wir sind den ganzen Weg umsonst gefahren. Und dann sagt er uns doch tatsächlich, ja, aber da machen wir. Machen wir ihn in 2 Stunden, können sie es abholen. Wir so, yeah, hat sich doch gelohnt, zum Glück. Und dann sind wir noch, es war irgendwie 17 Uhr ungefähr um die Uhrzeit. Um 19 Uhr konnten wir es dann abholen. Dann sind wir da noch 2 Stunden mit der Kleinen so durch die Gegend getingelt. Da war zum Glück gerade Weihnachtsmarkt ist. Ne, sind wir noch auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Hat es also auch noch was Gutes gehabt irgendwie. Aber naja, da haben wir dann den Tag irgendwie noch gut genutzt. Aber es hat sage und schreibe 170 Euro gekostet, ne, der Spaß, juhu. Aber ich habe gesagt, naja, besser jetzt ein Smartphone zu kaufen, ne, da zahlst du noch mehr. Und das Dramatische an der ganzen Sache ist, das Ding ist erst relativ neu. Ne. Das haben wir noch gar nicht so lange, sondern erst, ich glaube, im Sommer oder so gekauft. Also wir haben es wirklich ein paar Monate erst. Aber naja, manchmal hat man so ein Glück. Ne. Das war unsere Story hier zum Wochenende. Und jetzt, zum Wochenende kann man so sagen, jetzt werden wir den Baum noch ein bisschen schmücken, den werde ich euch vielleicht dann auch noch zeigen. Und dann glaube ich, dass wir uns bestimmt hier erst wieder nach Weihnachten vielleicht treffen, zu einem neuen Video. Ich bin mir nicht sicher, ob ich davor noch eins on schaffe oder nicht. Ich werde jetzt noch die nächsten 5 Tage bin ich noch arbeiten. Und dann habe ich ja quasi Urlaub, also ich habe dann Urlaub, unsere Kita ist zu, die von der Kleinen ist dann auch zu. Und dann mal schauen, ob ich in der Zeit noch ein Video aufnehmen kann. Mit der Kleinen ist immer so eine Sache, jetzt funktioniert gerade ganz gut, jetzt schmeißt sie ihre Kuscheltiere hin und her. Aber manchmal ist halt nicht, also gestern konnte ich zum Beispiel gar nichts machen. Da hatte ich ja schon den ganzen Tag schlechte Laune und sie hing wirklich ununterbrochen an meinem Rückzipfel. Es war egal, wo ich hingelaufen bin, sie kam hinterher. Ich bin nur einen Schritt zur Seite, sie den Schritt hinterher gelatscht. Ne? Dann war ich auch so müde, wollte eigentlich schlafen. Sie ließ mich dann aber auch nicht Mittagsschlaf machen. Bis dann der Papa mal übernommen hat sozusagen, weil er auch eine Weihnachtsfeier gehabt hat am Freitag und hat dann dementsprechend länger gepennt. Und dann hat er mal übernommen und dann bin ich hoch und habe versucht auch ein bisschen zu schlafen. Aber bei mir ist es dann immer so schwierig. Wenn es nicht totenstill ist und stockdunkel ist, dann ist es für mich immer total schwer einzuschlafen. Oh nein, da ist was kaputt gegangen. Ach komm her, das geht wieder. Kann man ranstecken. So ein Figur aus dem Ü-Ei, nee, aus deinem Kalender. Hast du allein geschafft, hey super. Klasse. Jetzt willst du Musik anmachen. Juhu. Na gut, dass ich jetzt einfach an dieser Stelle mal das Video beende. Ich zeige euch gleich nachher nochmal unser fertig geschmückten Baum. Und jetzt werden wir hier mit Musik schön den Baum schmücken. Yippie! Und ich sag noch, mach es nicht kaputt. Hier. Aber ganz ehrlich, ich fand das Ding eh nicht mehr so hübsch. Das hat einen Grund, warum es weg kann. Ne? So, das sind unsere Weihnachtskugeln vom letzten Jahr, also unsere Lieblingsweihnachtskugeln vom letzten Jahr. Die fanden wir richtig schön. Ja, aber davon hat sie letztes Jahr eine kaputt bekommen. Schatz, die dürfen aber nicht runterfallen.
Ja, und ich sag das noch, ne? Davon ist jetzt ja eine kaputt gegangen. Dieses Jahr auch eine. Hoffentlich bleibt nur eine kaputt und nicht mehr. Denn langsam haben wir ganz schön wenig nur noch davon. Und zum Glück sind die anderen, die sich da gerade auskippt, nicht so leicht zerbrechlich. Ah! Immer wieder eine Freude, mit Kindern zu schmücken. Yay! Oh Gott. Hilfe! Schatzi, du musst wirklich aufpassen. Oh, nein! Oh, da ist das Ding jetzt abgegangen. Aber oh, wenn du kippst alle aus, dann geht die doch kaputt, meine Sonne. Hm? Lass hier anbringen. Guck mal. Lass hier. Die ohne sind, packe ich jetzt wieder rein, ja? Nein. Noch roten. Wie gut, ja. Wenn du den Stern hier einfach reinstellst, schön. Papa, was ist denn im Bastel? Papa, willst du freuen? Na, wir schmücken jetzt, da wird Papa sich freuen. Papa lässt eher holen. Ja, nicht schön, aber selten würde ich dazu sagen, wa? Habe Tannenbaum geschmückt. Wir haben den Tannenbaum geschmückt, so sieht's aus. Ach, ist schon okay, oder? So eine kleine Maus ist das, glaube ich, schon schön genug. Und wie man sieht, oder wie man gesehen hat, sie hat auf jeden Fall Spaß dabei. Da ist kein Band dran, ne? Ich habe kein Band. Es ist jetzt tendenziell eher da so geschmückt, ne? Da, wo sie gut rankam. Ich habe so ein bisschen versucht, oben noch auszugleichen. Ja, das ist unser Tannenbaum. 2019. Yippie! Mach mal nochmal schön das Licht an, wa? Na, Chefin, wir haben noch was vergessen aufzuhängen. Wir haben ja diese Dinger noch, die müssen wir noch aufhängen. Ja, nein. Guck mal. Ich setze jetzt mal hier hin. Guck mal, Tannenbäumchen. Ein. Ja, ich will es rausholen, Schatz. Da sind. Das ist, das kannst du dich gern verletzen. Da sind die Kita dran. Der ist auch noch auf. Die darfst du jetzt auch noch aufhängen. Das, oh Gott, qualmt jetzt hin. Ich habe nämlich gerade, Mann, ich habe gerade das Video beendet, dann habe ich ein Räuchermännchen angezündet. Jetzt qualmt das hier so rein. Ich hoffe, ja, man sieht es auf jeden Fall zwischendurch. Ja, das hat Robin letztes Jahr in der Kita gebastelt. Nee, das können wir jetzt an Bäumchen hängen. Nein, ich. Ja, du. Nein, ich. Ich mach das. So. Das hängen wir natürlich auch noch mit drauf, Schatzi. Und guck mal hier. Von unserer Deko vom Adventskranz mit dem Schneemann, Weihnachtshund. Meine. Nicht angucken. Ich glaube, das sollte mal ein Rentier sein. Es hat aber nur noch einen. Hat noch mehr Bad? Ja. Der Kampf aufhört. Bei Hand.
Ja, habe ich mit der Tina einmal gemacht. Ja. Mit Tina hast du das gemacht? Ja. Jetzt ist er aber fertig, Leute. Jetzt ist alles dran. Jetzt habe ich hoffentlich nichts mehr vergessen. Ne? Ja, schön klotzig dekoriert. Ne? Einmal so, buff, sieht aus wie Emma Fischmissen. Aber das meiste davon, eigentlich fast alles, hat die Kleine gemacht. Ne? Yippie, hat sie toll gemacht. Ich freue mich. Ja, also so ist jetzt wirklich das Endergebnis. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge, nein, wir sind ja nicht hier bei Let's Plays. Ich freue mich, wenn ihr im nächsten Video einfach mit dabei seid und wieder reinschaut. Nee, macht es gut. Ich wünsche euch schöne Vorweihnachtszeit und ganz tolle Weihnachten, falls wir uns nicht mehr vor Weihnachten sehen sollten in einem Video von mir. Ne? In dem Sinne bedanke ich mich nochmal bei euch fürs Zusehen. Ich freue mich auf eure Kommentare und sage Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.